Wie es in einem berühmten Lied heißt, es ist die schönste Zeit des Jahres. Jeder verlässt sein Haus, um seine Familie zu besuchen, und du bist einer von diesen Leuten. Du wirfst einen letzten Blick auf dein Haus, schließt die Tür ab und gehst. Aber warte, ich habe eine wichtige Warnung für dich. Wusstest du, dass statistisch gesehen die meisten Einbrüche vor den Feiertagen stattfinden? Vor allem am 5., 6., 11., 17. und 18. Dezember. Das sollte allerdings nicht allzu überraschend sein. Ende November oder Anfang Dezember füllt sich dein Haus mit nagelneuen Geschenken. Vielleicht hast du eine teure Halskette für deine Mutter, das neueste technische Gerät für deinen Vater und ein Fahrrad für deinen Neffen gekauft. Das macht ein kleines Vermögen, findest du nicht auch? Ich kann schon die Dollarzeichen in den Augen der Einbrecher sehen. In den späten Nachmittags- oder frühen Abendstunden, wenn die Sonne untergeht, ist dein Haus am meisten gefährdet. Einbrecher handeln schnell, bevor du von der Arbeit nach Hause kommst. Am Wochenende abends werden die meisten Einbrüche gemeldet. Und wenn du auf Partys oder beim Abendessen bist, wissen Einbrecher, dass sie sich Zeit lassen können, da du wahrscheinlich bis spät in die Nacht weg bist. Und da gibt es kein Entkommen vor deinem Schicksal. Aber es gibt einige Vorsichtsmaßnahmen, die du treffen kannst, um Einbrechern weniger Hinweise auf dein Hab und Gut und deinen Aufenthaltsort zu geben. Und nein, dazu gehört nicht, falsche Partys mit Pappfiguren zu veranstalten. Das Wichtigste zuerst. Wir neigen immer dazu, Bäume am Fenster aufzustellen. Ja, es gibt uns ein gemütliches Gefühl und es hat einen gewissen Charme, unseren wunderbar geschmückten Baum den Leuten zu zeigen, die an unserer Straße vorbeigehen. Aber das ist ein absolutes No-Go, wenn du dein Haus sicher halten möchtest. Es ist auch keine gute Idee, die Geschenke tagelang unter dem Baum in der Nähe von Fenstern oder an anderen offensichtlichen Orten aufzubewahren, bis es endlich Zeit ist, sie zu öffnen. Denn so können Einbrecher sie schnell finden. Wenn sie durch das Fenster sehen, dass der Baum bereits geschmückt ist, könnten sie beginnen, dein Haus zu überwachen und darauf warten, dass du das Haus verlässt, um endlich einzubrechen. Egal, ob du über die Feiertage zu Hause bist oder verreist, es ist immer eine kluge Idee, die Beleuchtung auf eine Zeitschaltuhr zu stellen. Wenn du unterwegs bist, schalte sie zu den Zeiten ein, zu denen du normalerweise zu Hause bist, damit deine Wohnung nicht verlassen aussieht. Die Zeitschaltuhr ist auch nützlich, wenn du nur für ein paar Stunden weg bist. Wenn du keine Zeitschaltuhr kaufen kannst, kannst du immer noch ein paar Lichter anlassen, um das Haus irgendwo bewohnt erscheinen zu lassen. Einbrecher werden vielleicht irgendwann merken, dass niemand zu Hause ist, weil niemand die Tür öffnet oder schließt, aber es kann dir trotzdem etwas Zeit sparen, wenn du einen Kurzurlaub machst. Und denk daran, dass die Lichtkosten immer niedriger sind als die Kosten für einen Einbruch. Wenn du zu den Leuten gehörst, die ihre Außenbeleuchtung mit Verlängerungskabeln betreiben und die durch die Fenster ins Haus führen, dann solltest du das vielleicht besser nicht mehr machen. Dadurch können die Fenster nicht mehr richtig geschlossen und gesichert werden, was es Einbrechern viel leichter macht, einzubrechen. Stattdessen könntest du immer batteriebetriebene Lampen nutzen. Vielleicht gefällt es dir, Fotos von deinen Partys, Abendessen und Treffen in den sozialen Medien zu posten, um dein neues Kleid zu zeigen oder deinen Followern zu zeigen, wie viel Spaß du hast. Aber ich rate dir davon ab. Warte zumindest, bis die Veranstaltung vorbei ist und du zu Hause bist. Denn das würde signalisieren, dass dein Haus leer ist und bereit zum Einbruch, falls dich jemand ins Visier nimmt. Je weniger du online teilst, desto sicherer bist du und dein Zuhause. Selbst wenn deine Social-Media-Konten privat sind, kann das Teilen deines Standorts, deines Status und so weiter immer noch Ärger verursachen. Denn was ist, wenn der Einbrecher auch ein Hacker ist? Es hat Vorteile, einen versteckten Ersatzschlüssel außerhalb deines Hauses zu haben, falls du deine Schlüssel im Büro vergisst oder sie in den Aufzugsschacht fallen. Aber das wird nur den Job der Einbrecher erleichtern. Selbst wenn sie nicht wissen, wo die Schlüssel sind, besteht eine gute Chance, dass sie sie schnell an den üblichen Orten finden werden, an denen Menschen ihre Schlüssel verstecken. Gib sie stattdessen einem vertrauenswürdigen Nachbarn oder Freund, bis du zurück bist. Und bitte sie, dein Haus von Zeit zu überprüfen oder besser noch, jeden Tag.
Und wenn du einen Nachbarn oder Freund fragen kannst, ob er deine Pakete abholen kann, während du weg bist, ist das ein zusätzlicher Schutz für dein Haus. Manche Online-Bestellungen oder die Post kommen nicht rechtzeitig an, besonders während der Feiertage, wenn die Lieferdienste extrem beschäftigt sind. Und wenn sie ankommen, während du weg bist, besteht eine gute Chance, dass der Zusteller sie einfach vor deiner Tür lässt. Wenn sich die Pakete und Briefe auf deiner Veranda stapeln, hilft dies Einbrechern nicht nur zu verstehen, dass niemand zu Hause ist, sondern es kann auch Fremde dazu einladen, deine Pakete zu schnappen. Um dies zu vermeiden, kannst du sie verfolgen und deine Nachbarn informieren, wann sie ankommen werden. Übrigens gilt das Gleiche auch für alle geplanten Lieferungen wie Zeitungen, Zeitschriften oder Rechnungen. Bevor du das Haus verlässt, mach Fotos von deinen Wertgegenständen wie Schmuck, Kunstwerken und elektronischen Geräten sowie deren Modell- und Seriennummern notieren. Das wird Einbrecher zwar nicht davon abhalten, in dein Haus einzubrechen, aber es ist sehr nützlich, wenn sie tatsächlich einbrechen und etwas stehlen. Auf diese Weise weißt du, was in deiner Sammlung fehlt und kannst der Polizei Bilder zeigen, was es ihnen wiederum erleichtert, die gestohlenen Gegenstände zu finden. Einbrecher schauen oft herum, um eine Leiter, ein Gartengerät oder ein Werkzeug zu finden, mit dem sie eine Tür oder ein Fenster aufbrechen können, um in dein Haus zu gelangen. Deshalb solltest du solche Dinge in Schuppen oder Garagen sicher verschließen. Wenn du das tust, wird es für Einbrecher viel schwieriger, Wege zu finden, um Dinge aufzubrechen oder an Fenster zu klettern. Und während sie das tun, kann jemand ihre verdächtigen Aktivitäten bemerken und sie dazu bringen, wegzulaufen, ohne ihre Tat abzuschließen. Auch wenn du an einem Ort mit heißem Wetter wohnst, solltest du niemals die Fenster in Räumen, die du nicht benutzt, offen lassen, selbst wenn du zu Hause bist. Und stell sicher, dass sie alle fest verschlossen sind, bevor du das Haus verlässt. Du kannst immer Fensterschlösser verwenden und Fliegengitter durch Sicherheitsgitter ersetzen. Nach den Feiertagen ist es wichtig, dass du die Kartons mit den teuren Geschenken nicht von deinem Haus neben dem Mülleimer stapelst. Wenn du das tust, erfahren die Einbrecher nicht nur, was du bekommen hast, sondern werden auch versuchen einzubrechen, vor allem wenn sie sehen, dass du etwas hast, das sie haben wollen. Sie könnten auch annehmen, dass du das Gestohlene wahrscheinlich ersetzen wirst und das könnte sie dazu ermutigen, ein zweites Mal einzubrechen. Was du stattdessen tun solltest, ist, die Pakete zu zerschneiden, bevor du sie in den Müll wirfst. Oder du kannst sie auch im Kamin verbrennen, um das Haus gemütlich und sicher zu machen. Zu guter Letzt ist es immer von Vorteil, einen Einbruchsalarm zu haben, egal zu welcher Jahreszeit. Und es reicht nicht aus, ihn zu haben. Du musst auch daran denken, ihn zu benutzen. Leider benutzen viele Menschen, die einen Alarm haben, ihn nicht, es sei denn, sie machen Urlaub. Das Aktivieren des Alarms sollte zur Gewohnheit werden. Stelle sicher, dass du ihn benutzt, wenn du das Haus verlässt, aber auch wenn du zurückkommst, da es immer eine Chance gibt, dass die Kriminellen einbrechen, während du im Bett schläfst. Hast du also alle Vorsichtsmaßnahmen von deiner Liste überprüft? Gut, dann fröhliche und sichere Feiertage!